Der Kinderbauernhof in Eschenau. Ein Ort, wo Kinder unbeschwert sein dürfen. Kinderbauernhof ist ein Projekt vom Verein Chance für das Kind, Chance für alle. Gibt seit 1981 und betreut Kinder aus Wiener Familienobdachlosenherbergen. Wir holen die Kinder zum Beispiel jetzt, so wie am Wochenende am Freitag raus und sie bleiben bis Sonntag. Sie verbringen das Wochenende am Land. Wir finanzieren den Kinderbauernhof nur mit Spenden und Zuwendungen. Seit 50 Jahren setzt sich der Lions Club St. Pölten für Gutes ein. Bei einem gemütlichen Beisammensein von Lions Club-Mitgliedern und Vertretern des Vereins kam es im Mai zu einer Spendenübergabe an den Kinderbauernhof in Eschenau. Dem Verein des Kinderbauernhofs Chance für das Kind, Chance für alle wurde eine Geldspende in der Höhe von 10.000 Euro überreicht. Dieses Geld. Dr. Harald Gruber erklärt, was mit der Spende gemacht wird. Der Kinderbauernhof braucht immer Geld. Durch die Spende kann ein Gemeinschaftsraum eingerichtet werden. Und damit die Kinder auch was zum Angreifen haben, haben wir ausgemacht, dass eine neue Schaukel gebaut wird. Ja, ich möchte dem Lions Club danken, dass sie an uns gedacht haben, dass wir unterstützt worden sind, weil wir ja von diesen Spenden wirklich leben und abhängig sind. Das ist ja, nur mit Spenden können wir das aufrechterhalten, nur mit Spenden können wir die Kinder rausholen, hierher auf dem Bauernhof. Die Spende des Lions Club stellt sicher, dass der Kinderbauernhof sich um die Kinder kümmern kann und ihnen auch in Zukunft eine glückliche Zeit bereiten kann.